Ja, hallo, ich bin's mal wieder. Die, die regelmäßig meine Videos gucken, haben mitbekommen, dass da eine ganze Weile gar nichts mehr kam. Das lag einfach daran, dass da wenig Zeit war. Umso dringender ist es, dass ich euch das neue Modul vorstelle, was es seit gestern Abend unter voicemodul.de im Shop gibt. Das ist dieses riesige, 2x2 cm große Modul. Ich habe das Multifunktion genannt, weil das Modul einen riesen Vorteil hat. Es vereint im Prinzip die Funktion mehrerer Module ineinander. Ich kann das im AD-Modus direkt über Tasten ansteuern oder auch im Serialmodus über einen Controller. Maximal 32 GB Karte. Darum gibt es zu diesem Modul, sage ich gleich dazu, auch keine Karte, die müsst ihr euch selber besorgen. Einfach weil die Anwendungsmöglichkeiten viel zu umfänglich sind, um da jeden Geschmack zu treffen. Der eine braucht 1 GB, der andere braucht 15, keine Ahnung, Gigabyte. Der eine braucht bloß ein paar MB. Darum hier keine Karte dazu, im Gegensatz zu allen anderen Modulen, die es auf voicemodul.de gibt. Das Modul vereint, wie schon gesagt, verschiedenste andere Module, die es so einzeln gibt, in einem, was natürlich unendliche Möglichkeiten bietet. Maximal 10.000 Files im Serialmodus, 1.000 Files im MP3-Player-Modus, 14 Files direkt abspielbar über 14 einzelne Tasten. Da komme ich gleich zu, denn das ist das Beispiel, was ich jetzt aufgebaut habe. Ja, die Kamera stellt hier mal wieder nicht so richtig scharf, aber ich denke, man kann das ganz gut erkennen. Ja, ein Beispiel habe ich jetzt auch über. Zum Serialmodus möchte ich gar nicht sagen. Das ist die Sache der Leute, die da Bescheid wissen. Und das würde hier den Rahmen sprengen. Serialmodus, für die, die es nicht wissen, ist quasi, dass über zwei Drähte und verschiedenste Befehle ein Mikrocontroller das Ding steuern würde. Wie gesagt, da sind dann rechnerisch bis zu 10.000 oder sind rechnerisch 10.000 Files in 100 Ordner, 1.000 Files möglich. Spielt MP3s direkt ab, das heißt nichts mit Wandeln, keine Software nötig oder sowas. Ist 2,5 x 2,5 cm groß, was jetzt auch nicht wirklich viel ist. Benötigt 3,3 Volt, ich habe es hier mit 3 Volt aufgebaut, funktioniert auch ganz prima. Ja, lange Rede, kurzer Unsinn. Ein Beispiel habe ich hier verbaut. Lautsprecher, das ist das Modul, was ihr eben schon gesehen habt. Stromversorgung, dieser Draht, der hier rumhängt, ist einfach mein Tastdraht. Ich wollte jetzt hier keine 14 Taster verbauen, sondern wollte das, macht das jetzt hier einfach mit dem Draht, nur um euch zu zeigen, was möglich ist. Aufgebaut habe ich, wie gesagt, jetzt hier sowohl den MP3-Modus, das heißt, ich kann hier vorspulen, rückspulen, lauter, leiser, Play, Pause, Stopp, keine Ahnung, Loop, immer im Kreis spielen, kann hier oben die verschiedenen Modi wechseln, die beiden Punkte können wir jetzt mal weglassen, nur dass ihr es mal gesehen habt, kann ich die Interrupt ein- und ausschalten und kann zwischen SD und SPI-Modus hin- und herschalten, ist jetzt in diesem Fall völlig unnötig, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. 3 Volt habe ich angeschlossen, den Lautsprecher habe ich angeschlossen, einfach ein bisschen in der Kiste gebaut. Ich lege jetzt mal die Batterie an. Jetzt ist das Ding schon scharf. Schläft. Passiert gar nichts. Die Steuergeräusche bitte ich jetzt mal zu entschuldigen. Das ist einfach, weil das Handy jetzt, womit ich das Video mache, ein bisschen dolle dicht an dem Lautsprecher hier liegt. Über Vorwiderstand, ich habe hier die zwei AD-Leitungen, nennen sich die. Die sind, das sind auf dem Modul, ist aber im Stromlaufplan noch alles gezeigt. Ich blende den dann mal ein, dann kann man das besser sehen. Über die zwei AD-Leitungen nach Masse, dieser Draht hier aus Masse, ja. Über verschieden große Widerstände identifiziert er quasi, welche Funktionen, welchen Titel ich anspielen möchte. Und somit habe ich die Möglichkeit, jetzt hier statt Draht und dieser Drahtbrücke hier, startet doch schon der erste, weil ich da eben schon gegengetitscht habe. Mach nochmal aus, damit die mir nicht dazwischen sinkt, die Nena.
Ja, wie gesagt, über diese Dings hier müsst jetzt normalerweise ein Taster rein oder es könnte jetzt auch über einen Mikrocontroller angesteuert werden oder über, weiß ich was, Magnetschalter, keine Ahnung, Lichtsensor. Entscheidend ist, glaube ich, in dem Fall die Funktion, dass der tatsächlich 14 Stück direkt anspielen kann. Ich brauche dazu diese Play-Stop-Pause-Taste, die brauche ich nicht, die kann ich nutzen, brauche ich nicht. Ich habe jetzt hier aus irgendeiner Maxi, keine Ahnung, Mega-Hits. Album war es das erste, was ich griffbereit habe, 14 Files aufgespielt und zeige jetzt mal kurz, wie es funktioniert. Batterie ist drin, Strom ist dran, trotzdem passiert hier noch nichts. Taste ich jetzt den ersten Taster, wird das erste File angespielt, zweite Taster. Dritte, vierte, fünfte. Das dauert jetzt ein bisschen, weil das Lied so langsam anfängt. Das müsste die Nena wieder sein. Sechs, sieben, na, bisschen oxidiert hier. Die 14 Files alle einzeln anwählen. Ich mache mal wieder aus, damit die mir nicht dazwischen singen. Alternativ, ich denke, das wird den meisten schon reichen. Ich habe viele Anfragen gehabt, gibt es denn kein Modul, was mal 10 kann oder so? 5 war bis jetzt das höchste, was es im Shop gab. Jetzt gibt es auch die 14. Weil viele Anfragen kamen, habe ich da mal ein bisschen recherchiert und habe tatsächlich einen Händler ausfindig machen können, der da was bietet. Kurz eingehen noch auf die vier Funktionstasten, die den MP3-Player haben. Also ich könnte das Ding jetzt hier starten wieder. Und kann, jetzt muss ich aufpassen, taste ich oder berühre ich lange, ändert sich die Lautstärke. Ich versuche das mal ohne zu wackeln hier. Hat natürlich nicht geklappt. Jetzt habe ich nämlich den Titelrücksprung gemacht. Ich versuche es nochmal. Ich denke, jetzt hat man jetzt gehört, jetzt habe ich leise gestellt. Mit dem zweiten kann ich ihn wieder laut machen. Denke, das könnte man jetzt hören. Hiermit kann ich Pause machen und an der Stelle weiterspielen. Und mit dem mache ich Stopp, halt, lange. Stopp. Neustart. Stopp. Neustart. Wie gesagt, ist jetzt hier ein bisschen schwierig zu machen, aber ich denke, man kann die Funktion erkennen. Hier kann ich noch zurückspringen, indem ich die Kurztaste. Hier könnte ich wieder vor. Zu den MP3-Player-Funktionen. Unabhängig davon, also auch hier könnte ich natürlich über einen Controller reagieren. Ich könnte das File sogar während der Wiedergabe, ich mache mal wieder aus, während der Wiedergabe lauter leiser machen oder könnte auch in diesem Modus bis zu 1000 Titel über einen Controller ansprechen. Würde man so nicht machen, wäre aber theoretisch möglich. Wie gesagt, entscheidend für die meisten und ausreichend für die meisten wird dieser 14 Betrieb hier sein. Und auch wenn ich davon nur 10 nehme, lasse ich einfach die letzten 4 ungenutzt. Ich denke, ist das schon eine ganz brauchbare Sache. Ich zeige das Teil nochmal. So sieht's aus. 3 Volt. Lautsprecher.
hier zu bestellen. Ja, das war's wieder. Ich danke für eure 10 Minuten Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen, beim Testen, beim Spielen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.